Hallo ihr Lieben, irgendwie fühle ich mich ähnlich wie im März 2020, als ich mein erstes Corona-Video ins Netz gestellt habe. Nach reiflicher Überlegung möchte ich einen Appell an euch richten, mit der Bitte, dass all jene, die meinen Gedankengängen folgen können und die gutheißen, dass auch fest weiter verteilen, um sozusagen damit auch zur weiteren Verbreitung dieses Gedankengutes beizutragen. Was hat mich nun veranlasst, eher außerplanmäßig diesen Clip aufzunehmen? Es ist die immer deutlich werdendere Vernetzung von problematischen Strukturen und damit meine ich die WHO mit den International Health Regulations, die Relativierung der Gain-of-Function-Forschung, die fortschreitende Digitalisierung einschließlich der digitalen Währung, die aktuellen Kriegsgeschehen, die Maßnahmen der Zensur und auch die Abschaffung des Bargeldes. Es ist letztlich so, dass wir einen Verlust an Rechtsstaatlichkeit zu beklagen haben. Politiker und auch Organisationen setzen sich im Prinzip über alles hinweg. Regierungsseitige Rechtsbrüche werden nicht geahndet. Seitens der Staatsanwaltschaft werden nur jene Vergehen verfolgt, die sich gegen das gültige, politisch vorgegebene Narrativ richten. Der Rest wird schlicht und einfach mangels Anfangsverdachtes abgebügelt. Der oberste Gerichtshof erklärt sich in kardinalen Fragen für nicht zuständig und stiehlt sich so aus der Verantwortung. Im Schatten des ja erfreulicherweise abgelehnten neuen Pandemievertrages erfolgte in einer Nacht- und Nebelaktion eine rechtswidrige Abstimmung über die Zusätze zu den internationalen Gesundheitsregeln, also den Amendments zu den International Health Regulations seitens der WHO und die neuen internationalen Gesundheitsregeln werden als international verbindlich kommuniziert. Ich habe von Anfang an die internationalen Gesundheitsregeln, International Health Regulations, als das Gefährlichere bezeichnet. Dieses Vorgehen der Weltgesundheitsorganisation, dieses rechtswidrige Vorgehen, müsste aus meiner Sicht folgende Konsequenzen haben. Alle Länder, die über diese Unrechtmäßigkeit Bescheid wissen, müssten sofort mit sofortiger Wirkung aus der WHO austreten. Die beschlossenen Regeln gelten ja nur für die Mitgliedsländer. Es müsste eine Anzeige aller daran beteiligten, befürwortenden Personen erfolgen und das in Kombination mit der Ausstellung eines internationalen Haftbefehls. Aufgrund der weitreichenden Wirkung und der Aushebelung der nationalen Souveränität sollte auch eine Anklage wegen Hochverrates gestellt werden und auch eine Prüfung erfolgen, ob seitens der WHO, vor allem im Wissen derer um Laboraktivitäten und Medizinprodukte, ob also hier ein terroristischer Straftatbestand vorliegt. Wir haben auch eine interessante Situation in der Gesellschaft. Randgruppen bekommen über die Medien die größte Aufmerksamkeit. Die Meinung der Mehrheit wird als extrem, tendenziös, intolerant dargestellt. Jene, die die Spaltung der Gesellschaft anprangern,
tragen am meisten zu eben dieser Spaltung bei. Dies unter anderem durch das Einfordern von Toleranz bei gleichzeitig maximal intoleranten Verhalten gegenüber Andersdenkenden. Wer gegenüber Intoleranten Toleranz übt, wird unter die Räder kommen. Wer es fordert, fördert die Intoleranz. Besonders auffällig, Miss-, Des- und Malinformation werden als Gefahr dargestellt, indem jeder Diskurs zu strittigen Themen durch selbst praktizierte Miss-, Des- und Malinformation unterbunden wird. Wir haben auch eine Umdeutung von Werten und Begriffen. Kriegstreiber bestimmen mittlerweile über die Medien und damit die öffentliche Darstellung. Auf Friedensforscher wird der Staats- oder Verfassungsschutz angesetzt. Einsatz für Frieden wird als zwangsläufige Parteinahme etikettiert. Das beste Beispiel dafür ist, dass der Einsatz für Friedensverhandlungen in der Ukraine automatisch mit der Befürwortung der russischen Invasion gleichgesetzt wird. Es sollte allen bewusst sein, ja, das Erzwingen eines Friedens, das heißt, dass Frieden durch den Einsatz von Gewalt statt durch Verhandlung erreicht wird, ist grundsätzlich möglich. Die Vergangenheit lehrt uns aber, sollte dies gegen die Interessen auch nur einer Supermacht verstoßen, führt dieser Weg zwangsläufig über den eines Weltkriegs. Dies ist meine persönliche Einschätzung, die ich mir gestatte, da es plausibel erscheint. Und ich möchte das mit noch folgenden Ausführungen untermauern. Zuvor aber noch kurz ein Wort zu den USA, und damit meine ich nicht die amerikanische Bevölkerung, die ich zu Teilen kenne und auch ins Herz geschlossen habe, sondern deren politische Führung. Traditionell, und das wissen wir ja, führen die USA immer Krieg außerhalb ihres Staatsgebietes. Wie wir mittlerweile so gut wie sicher auch wissen, schrecken die USA auch nicht davor zurück, durch einen direkten Angriff auf die Lebensader, in dem Fall nämlich Nord Stream 2, eines Partnerlandes, dieses nicht nur wirtschaftlich zu destabilisieren, sondern auch noch in eine desaströse Abhängigkeit zu zwingen. Schlagwort Fracking Gas. In den USA verbotene Prozesse werden kaltschnäuzig in das weniger restriktive Ausland verlagert. Beispiele dafür sind die Gain-of-Function-Forschung in China oder Biowaffenlabore in der Ukraine. Zahlreiche international als extremistisch eingestufte politische Organisationen wurden unter Mithilfe US-amerikanischer Organisationen begründet. So zum Beispiel die Mujahedin in Afghanistan, die Hamas als Gegengewicht zur PLO, Al-Qaida oder die ISIS. Häufig war dabei die CIA federführend beteiligt. Meine persönliche Sorge in diesem Kontext ist, sollten westliche Länder, insbesondere auf Druck der USA, offiziell in den Ukraine-Krieg auf Seiten der Ukraine in Präsenz, das heißt mit Waffen und Soldaten vor Ort, militärisch eingreifen, muss nicht nur mit einer verstärkten Gegenwehr seitens Russlands gerechnet werden. In der Folge würde nämlich wahrscheinlich auch ein NATO-Bündnisfall ausgelöst, was seinerseits wiederum weitere europäische Länder in den Krieg hineinziehen würde. Und das würde wiederum vermutlich in der Folge auch die Chinesen als Unterstützer Russlands auf den Plan rufen.
und das Schlachtfeld läge dann mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit in Europa. Das heißt, unser Lebensraum würde dann Kriegsgebiet. Sehr wahrscheinlich werden wir unmittelbar davon betroffen sein. Wollen wir das wirklich? Und vor allem, ist das allen Kriegsbefürwortern klar? Kurz zur Definition des Krieges. Eine aus meiner Sicht hervorragende Definition für Krieg stammt meines Wissens nach von Dr. Daniele Ganser, den ich übrigens sehr schätze. Und diese Definition lautet sinngemäß wie folgt. Krieg ist, wenn vornehmlich junge Menschen, die sich nicht persönlich kennen und somit auch nicht persönlich hassen, einander beim ersten Aufeinandertreffen töten. Und das auf Geheiß meist alter Menschen, die einander persönlich kennen und auch hassen, einander aber trotz wiederholten Treffens nicht töten. Und nur noch eines, auch für den Krieg gilt, einen anderen Menschen vorsätzlich zu töten, ist und bleibt Mord. Auch wenn es aus politischen Gründen nicht sanktioniert, ja vielleicht sogar angeordnet wird. Was wir uns bewusst machen sollten ist, mit der derzeitigen politischen Elite ist alles abgestimmt. Das heißt, aus dieser Richtung dürfen wir keine Änderung erwarten. Mein dringender Appell ist, bei allen Wahlen, so auch bei der kommenden EU-Wahl, jenen Parteien, die sich in der jüngeren Vergangenheit für Einschränkungen der Freiheit, für Zensur und Manipulation, für Rechtsbrüche und die Unterstützung von Kriegshandlungen eingesetzt haben, somit den Kurs der letzten Jahre unterstützt haben, die Stimme zu entziehen. Das heißt, natürlich sollen alle auf jeden Fall immer und überall wählen gehen, aber jenen wahlwerbenden Gruppen die Stimme geben, die sich dem ganzen benannten Irrsinn entgegenstellen. Zu diesen Entwicklungen gehört auch die zunehmende Digitalisierung, die letztlich eine maximale Überwachung zum Ziel hat, wobei der Verlust an Freiheit, wo nötig mit dem Pseudo-Argument einer zwingend erforderlichen Stärkung der Sicherheit, also sozusagen, wir tun es ja nur zu deinem Besten, begründet, vor allem aber durch den Zugewinn an Bequemlichkeit, Pseudo-Argument, so geht es schneller und einfacher, schmackhaft gemacht wird. Ich knüpfe an dieser Stelle weitere Appelle und dringliche Bitten an. An alle Anwälte, Staatsanwälte und Richter. Bitte befreit euch von politischen Zwängen und der politischen Weisungsgebundenheit. Die besteht, wie sonst wäre es erklärbar, dass zum Beispiel die Ermittlungen des Generalstaatsanwaltes gegen Ursula von der Leyen auf die Zeit nach der Europawahl verschoben worden sind. Und sorgt dafür, dass die Rechtsstaatlichkeit bei uns wiederhergestellt wird. An alle Journalisten, bitte werdet euch eurer kolossalen Bedeutung als vierte Säule der Gewaltenteilung in einer echten Demokratie wieder bewusst. Lebt euer Berufsethos und praktiziert wieder jenen investigativen Journalismus, der uns in der Vergangenheit den Weg aus Manipulation, Meinungsdiktat und Zensur herausgewiesen hat und nun Gefahr läuft, unterzugehen und durch politisch dominierten, linientreuen Systemjournalismus ersetzt zu werden. Appell an alle Ärzte und sonstigen Wissenschaftler: Bleibt kritisch und fordert Diskurs ein. Jemand, der von sich behauptet, die Wahrheit zu besitzen oder als Einzelner die Wissenschaft zu vertreten, sollte in höchstem Maße suspekt erscheinen. Vor allem aber fordert die Hoheit
über medizinische Entscheidungen zurück. Überlasst diese nicht Politikern oder marktschreierischen, ängsteschürenden Aktivisten und verteidigt die Vertraulichkeit des Patienten-Arzt-Verhältnisses und die Einhaltung des Datenschutzes, unter anderem durch strengste Prüfung diverser Digitalisierungsbestrebungen. Ja, ich weiß, und das gilt für alle genannten Gruppen. Ein Gutteil des Vertrauens ist verspielt. Aber es ist nie zu spät, umzukehren. Lasst euch nicht Angst machen, wiewohl wir alle mit einer im Sinn der Menschlichkeit und der Erhaltung oder sagen wir besser Wiederherstellung der Grundrechte verbundenen Kursänderung auch manches riskieren. Es liegt an euch, den Prozess der Erneuerung zu beschleunigen und damit weitere kollaterale Schäden zu verhindern. Ich habe hier bewusst beschleunigen und nicht ermöglichen gesagt. Dieser Prozess ist aus meiner Sicht unaufhaltbar und wird zwangsläufig kommen müssen. Es ist also nicht die Frage ob, sondern nur wann. Macht euch eines bewusst. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir gehören mit Sicherheit nicht zu den Auserkorenen der transhumanistisch geprägten Eliten. Vielmehr laufen gerade die systemtreuen Wasserträger und Steigbügelhalter Gefahr, im Bedarfsfall, also quasi als Wiedergutmachung, als Erste geopfert zu werden, um einen wütenden Mob zu besänftigen. Und das lässt sich durchaus jederzeit anhand der Nürnberger Prozesse demonstrieren. Aber auch bei dem von mir favorisierten Zukunftsmodell in Richtung eines neuen Humanismus und einer davon geprägten Gesellschaft entscheidet letztlich ihr hier und jetzt mit eurem Verhalten über eure Zukunft. Wenn nämlich dann einmal, und ich bin davon überzeugt, dass diese Zeit kommen wird, euer persönliches Verhalten einer strengen Prüfung hinsichtlich der Einhaltung der Prinzipien der Menschen und Grundrechte unterzogen wird. Und an euch alle da draußen, wir haben es in der Hand. Geht wählen. Stellt euch der zunehmenden Digitalisierung und Globalisierung in den Weg. Macht euch bewusst, dass die zunehmende Entwicklung zu einem weltumspannenden digitalen Nennestaat zwangsläufig auch zu einer zunehmenden Bevormundung, Zensur Andersdenkender, einem Verlust an Individualität, Privatsphäre und Freiheit in allen Bereichen, somit aller verbrieften Grundrechte und damit letztlich zu einer brutalen Diktatur mit sozialem Kreditsystem nach chinesischem Vorbild und dem Verlust von Eigentum einhergehen muss. Ich lehne Pauschalurteile üblicherweise ab. Insofern möchte ich auch die kommenden Ausführungen nur als orientierende Faustregel verstanden wissen. Bezahlte Berufspolitiker, und übrigens nicht nur die, hatten zumindest in den letzten Jahrzehnten in erster Linie ihren eigenen Vorteil im Blick. Wähler wurden belogen, getäuscht und in Abhängigkeiten gebracht über den Mechanismus politischer Karriereplanungen, Bestechung und Korruption und die Infiltration der Bereiche Recht, Exekutive, Journalismus, Religion, Bildung, Gesundheit und Wirtschaft gelang es unter reger Beteiligung systemtreuer Medien der Bevölkerung zu suggerieren, dass eine auf dieser Parteienstruktur verankerte Demokratie und die von ihren Repräsentanten praktizierten Verhaltensweisen und getroffenen Entscheidungen alternativlos wären. Denkt an euch, an das, was ihr euch durch oftmals harte Arbeit geschaffen habt, und macht euch bewusst, dass die Freiheit kein Selbstläufer
und ihr größter Feind die Bequemlichkeit ist. Bitte denkt an eure Zukunft, eure Kinder, Freunde, Enkel und andere Verwandte, aber auch die lokal, regional, national und global benachteiligten Mitmenschen, die nicht die Möglichkeit einer reflektierten Meinungsbildung haben. Bedient euch eures eigenen Verstandes. Sapere aude. Und trefft auch im Sinn der weltweiten Menschheitsfamilie die richtige Wahl. Wählt also vorausschauend und weise. Werdet euch eurer Einzigartigkeit und eurer eigenen Bedeutung bewusst. Lasst euch nicht einschüchtern. Seid selbstbewusst, handelt selbstbestimmt und vernetzt euch. Wir sind viele, wir müssen uns nur kenntlich machen. Und bleibt friedlich und zuversichtlich, aber auch kritisch. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute.